Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und diesmal soll es um etwas Besonderes gehen, nämlich um drahtlose Kopfhörer, sprich also Bluetooth-Kopfhörer, und ich habe mir dazu die Huawei FreeBuds besorgt. So sieht die Verpackung aus und so sehen auch die Teile aus, und ihr seht schon so ein bisschen, die erinnern doch so ganz, ganz stark an Apple. Das Einzige, was hier anders ist, ist wahrscheinlich die Farbe. Nun ja, es gibt noch ein bisschen was mehr, wie man auf der Verpackung sehen kann. Handelt es sich um In-Ear-Kopfhörer, also nicht um Kopfhörer, die einfach nur in die Muschel so reingesteckt werden, also irgendwie hier rumhängen, sondern die werden tatsächlich in den Kanal reingesteckt, um dann auch besser halten zu können. Das Ganze öffnet sich so und sieht dann auch so aus von innen. Und ich habe die Kopfhörer schon rausgenommen. Das ist also hier alles, wird halt so aufgemacht, und dann kann man die Kopfhörer rausnehmen und auch eine Ladeschale mit rausnehmen. Die Ladeschale habe ich jetzt hier bereits schon in meiner Hand. So sieht die Ladeschale aus, und da ist einfach nur der Huawei-Schriftzug drauf, und auf der Rückseite sieht man, ist ein USB-Typ-C-Anschluss. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wenn ich so ins Licht halte, ein USB-Typ-C-Anschluss. Und es gibt noch einen Knopf an der Seite hier, der ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu erkennen. Hier, wenn man den länger gedrückt hält, ich glaube 2 Sekunden, dann schaltet man die Box und die Kopfhörer in den Paarungsmodus für Bluetooth und kann dann die Bluetooth-Kopfhörer auf seinem Smartphone dann auch wiederfinden. Wenn man die Teile reingesteckt hat und schon einmal gepairt hat, das habe ich jetzt hier bereits schon gemacht mit meinem Honor 10, weil ich wollte Huawei-typisch natürlich bei einem Huawei-Phone bleiben, macht man das Teil auf. Es blinkt kurz hier, beziehungsweise es leuchtet kurz, und die Geräte werden automatisch hier auch verbunden. Ich habe es leider zu spät gesehen jetzt hier, aber ihr werdet oben an der Seite sehen, neben der Uhr und der Akkuanzeige, ist ein kleines Bluetooth-Symbol mit einer kleinen Akkuanzeige, die dann also anzeigt, wie stark jetzt dieses Ladecase bzw. die Kopfhörer dort drin geladen sind. Und die müssten jetzt voll sein, relativ voll sein, genau, weil ich sie quasi jetzt wieder hier schon seit ein paar Stunden wieder aufgeladen habe. Apropos Ladung, was man natürlich bei solchen Bluetooth-Kopfhörern braucht oder haben möchte, wenn man die hier so in der Ladeschale drin liegen habt, ist natürlich, dass sie lange halten und auch einen guten Sound haben. Ich nehme sie mal raus, das ist der linke, das ist der rechte, die werden also über Kreuz irgendwie reingelegt, muss man sich erstmal auch dran gewöhnen. Das Tolle an den Geräten ist, dass, wenn man da mal genauer drauf schaut, ich mache dir mal ein bisschen was sauber von der letzten Benutzung, wird man sehen, dass die natürlich eine Ladeschale, eben auch die Kontakte für die Ladeschale haben, Plus und Minus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann oder ob nur mein Gesicht scharf gestellt wird. Das ist schwierig zu zeigen. Eventuell mache ich noch ein Foto und packe das dann rein, wenn man es nicht sehen kann. Die Teile haben auch eine Kennzeichnung für links und rechts, natürlich sind in ihr Kopfhörer, das heißt, ich kann sie reintun. Sie haben aber auch einen Sensor, der erkennt, ob sie gerade im Ohr sitzen oder nicht. Das heißt, wenn ich sie jetzt hier reintue, passiert erstmal noch nichts. Sie sind zwar verbunden, aber ich kann noch keine Musik aufspielen oder sowas. Erst wenn ich das andere reinstecke, höre ich einen kurzen Signalton, dass die jetzt bereit sind, und die werden dann auch erst eingeschaltet. Also jetzt verbrauchen sie noch keinen Strom im Grunde genommen. Wenn ich jetzt so mache, höre ich einen kurzen Piepton und die sind eingeschaltet. So sehen sie übrigens aus am Ohr, wenn sie dann getragen werden. Sie schauen manchmal ein bisschen was raus, dann kann man sich hier ein bisschen reindrücken. Also wenn man gerade so reindrückt, sollte das kein Problem sein. Und jetzt sind sie auch ziemlich umschließend. Nicht immer ganz ziemlich umschließend. Manchmal habe ich hier das Gefühl, muss ich ein bisschen was so drücken und ein bisschen rüber experimentieren, damit ich von außen nicht allzu sehr höre, was reinkommt. Das ist gerade bei Musik störend. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss hier ein bisschen was drücken auf der linken Seite. Vor allen Dingen auf der rechten Seite geht das relativ gut, um eben einen besseren Bass zu haben. Weil ansonsten, wenn da von außen Musik reinkommt, ist der Bass ein bisschen was und dann hat man mehr Höhen und dann wirkt das so ein bisschen seicht und leicht, nicht blechern, aber seicht und leicht, und das kann man damit verhindern. Also hier muss ich ein bisschen rumexperimentieren am linken Ohr, damit das wunderbar passt. Aber dafür gibt es ja auch von Huawei die Ohrstöpsel in verschiedenen Größen. Das sind jetzt die größten, die ich jetzt hier drin habe. Die sind mir ein bisschen was zu klein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da hätte ich mir noch größere gewünscht. Jetzt sagen einige, dann nimm doch einfach Größe von anderen Headsets oder anderen In-Ears. Habe ich auch schon versucht, aber das Problem, ich habe auch welche gefunden, die von meinem Sony MH1 oder MH1 kabelgebundenen In-Ear passen wunderbar und machen noch besser den Klang und habe ich am linken Ohr auch keinerlei Probleme mit dem nicht richtig umschließen. Aber die passen dann nicht mehr in dieses Ladecase rein, weil dieses Ladecase hat einfach eben, ist einfach nur für diese Huawei-Dinger gebaut. Und wenn man da größere hat, dann passen sie nicht mehr rein, kann ich das Case nicht mehr zumachen, kann ich sie nicht mehr aufladen, ist auch ein bisschen was blöd. Deshalb habe ich gedacht, okay, leben wir erstmal damit. Neben den Ear-Tips gibt es hier auch noch einen kleinen Ring, der um die Teile geht und der ist auch mit so einem Gummi ausgestattet. Es gibt noch Ersatzteile, die kann man auch noch draufstecken, um so ein bisschen was noch dicker zu machen, damit sich hier vielleicht am Ohr besser halten, für die Leute, die damit Probleme haben. Aber so wie ich es jetzt habe, ist es eigentlich perfekt. Was ich noch sagen wollte, man steckt es also rein, dann werden sie eingeschaltet, verbunden sind sie vorher schon, aber dann werden sie eingeschaltet, gibt es einen Signalton und dann wird auch die Musik abgespielt. Wenn jetzt mich jemand auf der Straße anquatschen möchte und ich mir gerade meinen Lieblingspodcast anhöre, zum Beispiel Radio Tux, dann kann ich einfach einen Teil rausnehmen, oder ich kann beide rausnehmen, aber einen Teil rausnehmen, die Musik oder der Podcast wird automatisch gestoppt und ich kann demjenigen dann eine Antwort geben, zuhören erstmal eine Antwort geben und dann später wieder reinstecken. Die Musik wird automatisch fortgesetzt. Eine super geniale Funktion. Und das ist das, was ich haben möchte. Dafür habe ich mir sie eigentlich geholt, weil immer im Kabel rumlaufen, das ist zu Hause, wenn man rumsitzt, ist das überhaupt kein Problem. Dann benutze ich hier auch meine Sony MDR XB450 ziemlich gerne oder das Sony, wenn ich also wirklich Musik hören möchte in einer guten Qualität, die Sony, na wie heißen die? MDR1, glaube ich, heißen sie einfach nur. Also die 1er Version, wirklich die besten Kopfhörer, die ich überhaupt habe, aber sind nicht so kompakt, nicht so, sind Over-Ear-Kopfhörer, das sind On-Ear-Kopfhörer. Und In-Ears habe ich zwar auch welche Kabel gebunden, aber gerade wenn ich irgendwie mehr Freiheit habe oder wenn ich hier zu Hause meinen Podcast hören möchte und nicht den irgendwie über einen Bluetooth-Speaker oder einen angeschlossenen Lautsprecher irgendwie haben möchte, ist das perfekt. Meine Wohnung ist klein genug, dass ich die Teile reinstecken kann, das Handy irgendwo an die Seite legen kann. Ich kann hier mit einem Doppeltipp auf dem rechten Ohr, kann ich Musik, stecken wir mal wieder rein, mit einem Doppeltipp auf dem rechten Ohr kann ich Musik anhalten oder wieder abspielen oder auch einen Podcast anhalten und wieder abspielen. Und mit dem linken Ohr Doppeltipp kann ich einen Anruf annehmen, glaube ich. Das geht auch, glaube ich, mit dem rechten auch. Aber vor allen Dingen den Google Assistant aufrufen, falls ich den überhaupt brauche. Ich brauche den ganz ehrlich gesagt nicht, aber wer sowas machen möchte, ich kann es ja mal demonstrieren für die Leute. Ich habe ja hier das Honor 10, wo ich das mit gepairt habe. Da entsperren wir das Ganze mal und wenn ich jetzt mal hier doppelt drauf tippe auf mein linkes Ohr. Wie wird das Wetter morgen in Köln? Dann kriege ich halt hier die Wettergeschichten angezeigt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Hier steht 18 Grad morgen. In Köln das Wetter, das ist richtig geil. Aber mir wurde gerade übers Ohr gesagt, 7 Grad und sonnig. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Nun ja, also diese Funktion funktioniert auf jeden Fall auch. Und wenn ich Musik habe, jetzt habe ich hier zum Beispiel irgendein Musikstück, ihr hört es ja sowieso nicht, kann ich hier doppelt tippen, achtet auf den Play-Button. Also wunderbar, ich habe jetzt ein bisschen reingehört, ich habe nichts gehört, ich habe nur gesehen, wie ich zum Groove, wie ich zur Musik gegroovt habe. Also mit dem linken Ohr habe ich ein bisschen was Problem, ich muss da ein bisschen feinjustieren, gerade bei Musik kann man das wunderbar hören, wenn da von außen irgendwie Musik reinkommt, wenn von außen irgendwie Töne reinkommen, die dann ein bisschen das Ganze nicht so abschirmen, wie ich das haben möchte. Also hier muss ich ein bisschen was feinjustieren, das nach oben und liegt vielleicht an meiner komischen Ohrform, die da Probleme macht. Ansonsten funktioniert das eigentlich relativ gut. Die Tonqualität ist gut, ist natürlich nicht so gut wie die Sony MDR XB450 On-Ears oder auch kabelgebundene In-Ears, Soft
In-Ear-Kopfhörer, wie beispielsweise die Sony MH1, die ich auch habe, die deutlich besseren Klang liefern insgesamt. Aber das ist so das Teil, was gerade fürs Kabellose überall dabei sein, und es fällt auch nicht raus, wenn ich irgendwie so mache oder so. Ich bin zwar nicht der große Headbanger, aber falls ich Heavy Metal hören würde, das würde auch nicht rausfallen. Für den Sport eventuell auch geeignet, mehr oder weniger vielleicht, je nachdem, wie viel Sport man denn betreiben möchte. Also das sind schon richtig gute Kopfhörer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, wie gesagt, diese Eartips, bisschen schade, dass man nur diese Huawei-eigenen verwenden kann. Größere passen dann nicht mehr ins Ladecase rein. Und ja, was sagt die Akkulaufzeit? Die ist ebenfalls ziemlich ordentlich. 3 Stunden lange Akkulaufzeit soll man damit rausholen können. Ich habe jetzt hier, kann ja mal schauen, der eine Podcast hat 2 Stunden gedauert, der andere etwa 1 Stunde. Das heißt, ich habe da schon die 3 Stunden rausgeholt mit, ohne dass ich jetzt eine Warnung bekommen habe. Und über das Case kann nochmal 10 Stunden geladen werden. Das heißt, insgesamt mit Ladehülle kann man 10 Stunden erreichen. Das heißt, ich kann hier zweimal aufladen, zweimal und ein bisschen was aufladen, die Teile, und habe da also genug Musik. Das ist wirklich, wirklich ordentlich. Es gibt Besseres natürlich, was Akkus angeht, was Akkulaufzeit angeht. Da muss ich sagen, die sind ja auch ziemlich dünn und klein. Und für diese dünne und kleine Geräteklasse ist das sicherlich schon eine ordentliche Akkulaufzeit. Und sie machen auf jeden Fall viel Spaß, und das ist halt die Hauptsache. Sind etwas teuer, ich glaube 100 Euro kosten sie etwa, etwas mehr, je nachdem. Müsst ihr also selber entscheiden, ob ihr sowas haben wollt. Gerade dieses Band ist hier ein bisschen weggerutscht. Man kann auf jeden Fall die Teile gut benutzen für Musik hören, für auch Audio-Geschichten, wobei bei der Freisprechanrichtung, ich glaube, es sind auf beiden Seiten zumindest angedeutete Mikrofone eingebaut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn ich das so irgendwie reinhalte. Ich glaube nicht, dass da scharf schalten wird, dass man da was sehen wird können. Aber da sind auf jeden Fall 2 Löcherchen drin, und also es gibt eine Möglichkeit, da drüber auf Freisprechanrichtung zu machen. Die Google Sprachassistenz-Funktion hat jetzt meine Sprache wunderbar erkannt, aber ich würde sagen, beim richtigen Anruf oder sowas, dann machen vielleicht andere Headsets noch einen besseren, also kabelgebundene Headsets noch einen besseren Eindruck, was das angeht. Von der Qualität her, es unterstützt, glaube ich, den AAC-Codec, auch über Audio, der ist nicht immer problemfrei, und ich glaube, entweder habe ich bei dem Honor 10 auf jeden Fall ein Problem, dass mir nur SBC angeboten wird, oder dass die Software nur SBC anzeigt, auf jeden Fall. Ich hatte von der Tonqualität her ab und zu, wenn ich doch etwas weiter weggehe, gibt es natürlich ein paar, nicht Aussetzer, würde ich nicht sagen, sondern so ein paar, es knistert manchmal so ein bisschen in einem der Ohren. Und dann weiß man, okay, es gibt jetzt gerade von der Qualität her Probleme. Das merkt man doch schon. Aber Aussetzer hatte ich ansonsten nicht, das hat wunderbar funktioniert. Andere Smartphones, BlackBerry Key 2 habe ich auch ausprobiert, funktioniert wunderbar. Auch das Sony. Können wir es mal versuchen? Wir können ja direkt mal live hier versuchen, ob mein Sony Xperia X mit Selfish OS und Bluetooth das Teil auch unterstützt. Gehen wir mal hier direkt in die Einstellungen rein von dem Xperia X, und ich lege das Teil mal an die Seite, und gepairt wird hier, ich muss die Teile, glaube ich, einstecken. Die werden über Kreuz eingesteckt, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Gepairt wird das Ganze. Lass mir mal hier die Pairung aufheben auf dem anderen Smartphone. Gepairt wird das Ganze, indem ich diesen Knopf hier 2 Sekunden gedrückt halte auf dem Ladecase. Machen wir das mal. Wenn ich das mache, sollte es anfangen zu leuchten. Na? Und ich müsste es jetzt eigentlich finden. Nach Geräten suchen. Finde gerade nichts. Live-Vlogging. Test. Ich hätte das vielleicht vorher vorbereitet, aber es soll auch ohne Probleme funktionieren können. Ist ein ganz normaler Bluetooth, ganz normales Bluetooth-Gedönse. So, aufmachen, vielleicht jetzt
2 Sekunden gedrückt halten. Ich habe es ja gerade eben schon hinbekommen irgendwie. Okay, jetzt sind sie auf jeden Fall im Bluetooth-Suchmodus. Geräte in der Nähe, da haben wir die FreeBuds. Und sie sind verbunden. Und jetzt seht ihr das hier auch. Ich kann es nochmal so ein bisschen zuhalten, damit ihr die anderen Geräte nicht seht, die da noch angezeigt werden. Die anderen Geräte sind andere, die ich schon mal getestet habe, deshalb ist das kein Problem. Also, die sind verbunden und ich kann jetzt die Teile rausnehmen und dann, das kommt ins linke Ohr und das kommt in das rechte Ohr und dann kann ich hier auch ohne Probleme Musik mit abspielen und spielen mal 90er Musik ab, so ein bisschen. Und es hört sich einfach gut an. Hier seht ihr, Musik wird abgespielt. Was nicht funktioniert, was auf nicht bei allen Playern bei Selfish erst funktioniert, ist dieser Doppeltipp zum Stoppen und Pausieren, zum Playen, zum Playback und zum Pausieren. Das ist noch so ein kleines Problem. Das klappt mit der normalen Medien-App. Selfish S, Leute, ihr müsst euch da was ausdenken. Es gibt eine Empress-Integration in fast allen Media-Playern auf Selfish S. Da solltet ihr dann auch irgendwie es hinbekommen. Genau, hier funktioniert es jetzt. Wenn ich da... kann ich das größer machen irgendwie? Kann ich nicht. Irgendeine Musik habe ich jetzt hier. Und achtet mal auf den Play-Button, wenn ich hier doppelt drauf tippe. Also das funktioniert auch mit Selfish OS ohne großartige Probleme, was eine ziemlich geniale Sache ist. So, Kopplung entfernt, Bluetooth ausgeschaltet und schon kann ich wieder zu einem anderen Gerät wechseln. Die Teile, um lange Rede, kurzer Sinn, sind wirklich gut, sind für den Preis akzeptabel, würde ich sagen, also die 100 Euro, wofür man sie etwa holen kann, sind akzeptabel für die Akkulaufzeit, sind sie akzeptabel. Klar ist, Ladecase hat einen Akku drin, um die zu laden, die Teile. Ihr habt vielleicht gehört von den Apple AirPods. Die Apple AirPods sind übrigens deutlich teurer, aber auch deutlich schlechter von der Soundqualität als die hier. Ich habe die Apple AirPods einmal ausprobiert und die Soundqualität war sowas von unterirdisch. Und das ist hier deutlich, deutlich besser. Das ist nicht so gut wie kabelgebundene, immer noch nicht leider. Aber es reicht aus, um so einen Podcast zu hören oder ab und zu mal so ein bisschen, wenn man rumläuft, Musik zu hören. Dafür ist das durchaus zu gebrauchen. Und man hat eben diese Kabelfreiheit. Und die geht dann einher mit ein bisschen was schlechterer Soundqualität. Und dadurch, dass man die Akkulaufzeit halt eben auch nicht so lang hat. Hier sind die Akkus eingebaut. Das heißt mit anderen Worten, ihr habt ja bereits schon beim Apple AirPods eventuell mitbekommen, 2 Jahre ist so die Laufzeit, danach ist Ende Gelände, dann sind die Akkus so durch, dass dann wahrscheinlich 2, vielleicht 3, vielleicht 4 Jahre maximal, dass wenn ihr das zu häufig benutzt, dass dann halt einfach ihr neue Sachen kaufen müsst. Das ist also ein Wegwerfprodukt, da sind die, wenn ihr euch also entscheidet, kaufe ich mir gute kabelgebundene Kopfhörer, MDR1 beispielsweise von Sony, On-Ear, etwas größer, gehen so über den Kopf. Wirklich 1A-Kopfhörer kann ich nur empfehlen. Die kosten auch, glaube ich, etwas 100 Euro, so mäßiges. Oder ich kaufe mir das hier, was etwa 2 Jahre hält und danach Elektroschrott ist. Müsst ihr selber entscheiden, wie viel euch das Ganze wert ist. Ich finde die Teile gut. Für meinen Anwendungszweck sind sie in Ordnung. Und aus dem Grund werde ich sie, das habe ich mir geholt und deshalb werde ich es auch behalten. Und das sind die ersten Bluetooth-Dinger, die ich mir geholt habe. Kopfhörer exklusiv für Bluetooth. Deshalb werde ich es auch behalten. Ich habe noch ein anderes Bluetooth-Teil ergattert für einen günstigen Preis. Das möchte ich euch auch zeigen, weil das ermöglicht euch, die guten kabelgebundenen Kopfhörer per Bluetooth weiter zu nutzen. Das werde ich aber im nächsten Vlog ansprechen. Das war es erstmal für diesen Bericht über die Huawei FreeBuds. Wie ihr es gewohnt seid, gebe ich keine Kaufempfehlungen ab für die Produkte, die ich teste, sondern gebe nur meinen Senf dazu, ob das gute Produkte sind oder nicht. Ist auch keine Verkaufsaktion, deshalb nur eine Bewertung der Geschichte. Sie funktionieren gut bisher. Wie es mit der Akkulaufzeit und der Langzeitfunktion angeht, müssen wir mal schauen. Ich habe so meine Bedenken,
was natürlich Akkulaufzeit über 2 Jahre angeht. Aber ansonsten sind das ordentliche Kopfhörer. Man kann da Podcasts hören mit, telefonieren mit. Und also so ein Allround-Gedönse. Es ist nichts für Musikhörer. Für Musikhörer definitiv nicht. Wenn ihr primär Musik hören wollt, ist das nicht, sondern das ist eher was für Leute, die Podcasts, die Sprache hören wollen und ab und zu vielleicht mal Musik hören wollen. Dafür ist das sicherlich eher gedacht. So, das war's für meinen kleinen Bericht zu den Huawei FreeBuds. Es gibt auch unterschiedliche Versionen, das sind aber jetzt diese Versionen, die ihr hier in Deutschland bekommt. Schwarz und weiß. Ich habe mir die schwarzen geholt, weil ja, wie so ein Apple-Jünger wollte ich dann auch nicht aussehen, weil sie sind da ganz klar angelehnt an die Apple-Produkte. Das war's für diesen Tech4Vlog. Ihr könnt eure Meinung zu den Teilen, falls ihr die Teile schon länger im Einsatz habt und ob ihr sie gut findet, wie es mit der Akkulaufzeit aussieht, laufen die gut, sind sie schlecht, was haltet ihr davon, dass das per USB-C geladen wird, klappt das wunderbar, solche Geschichten, Erfahrungsbericht, alle im Kommentarbereich, ansonsten Daumen nach oben, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!